25. Juni 2014 könnte im Instrumentenhandel ein neuer Rekord gesetzt werden. Seit 2 Monaten läuft ein geheimes Bietverfahren, in dem eine der seltenen Bratschen des Cremoneser Meisters Antonio Stradivari versteigert wird. Die Auktionshäuser Sotheby's und Ingles & Hayday setzten den Einstiegspreis auf 45 Millionen Dollar an. Das ist fast das Dreifache des bisher höchsten Preises für ein Streichinstrument, der vor 3 Jahren für eine ebenfalls von Antonio Stradivari gefertigte Violine bezahlt wurde. Wird die Bratsche, die nach einem ihrer früheren Besitzer MacDonald genannt wird, auch einen Käufer finden? Und wenn ja, warum? Ein herausragender Fachmann für solche Fragen ist Johannes Leuthold. Der Inhaber eines seit 1893 bestehenden Geigenbauateliers in Zürich wird als unabhängiger Händler und Experte für Streichinstrumente international geschätzt. Er berät die großen Zürcher Orchester und andere renommierte Ensembles beim Instrumentenkauf. Seine Sachkenntnis stellt er auch in den Dienst von Stiftungen, die hochkarätige Instrumente an begabte junge Musiker verleihen. Was die MacDonald-Bratsche speziell auszeichnet, ist unter anderem, dass sie klanglich ein ganz spezielles Instrument ist. Sehr konsistenter Klang, aber dann auch von der Ausstrahlung, von der Stimme her schon fast sopranartig wirkt. Weiter ist zu erwähnen, dass der Zustand des Instrumentes hervorragend ist. Was wichtig ist, ist die lückenlose Provenienz, wer sie besaß, wer sie gespielt hat. Zu erwähnen ist natürlich Peter Schidloff vom Amadeus Quartett, der sie bis zu seinem Tod gespielt hat. Die Bratsche wurde auch in Geigenbauer-Fachkreisen als ein immer ausgezeichnetes, ein außerordentliches Werk Stradivaris angesehen. C'est le temps qui fait la musique, sagt man häufig. Lässt sich diese Idee auf den Geigenhandel übertragen? Ist es vor allem die Klangqualität des Instrumentes, die den Preis ausmacht? Letzten Endes ist es eine Kombination. Instrumente, die eine wirklich große und eine starke Klangwirkung haben, sind heute sehr gefragt, um die immer größeren Konzertsäle mit ihrer Funktion füllen zu können, sich mit einem starken Orchester in Szene zu setzen. Die meisten großen und wirklich großartigen Geigen sind eine Kombination von der Ästhetik, von der Qualität des Erbauers und von der Funktion eine Einheit. Eine Musikerin, die mit Sachkenntnis und reicher praktischer Erfahrung auf diese Fragen blickt, ist Ada Pesch. Seit 1990 steht sie als erste Konzertmeisterin dem Orchester des Zürcher Opernhauses, heute Philharmonia Zürich, vor. Daneben ist sie Gründerin und Leiterin des Orchesters La Scintilla, das die historisch informierte Aufführungspraxis pflegt und auf historischen Instrumenten spielt. Die versierte Geigerin und Bratscherin besitzt eine Viola des Cremoneser Geigenbauers Lorenzo Storioni. Ja. Würde ein berühmtes Instrument wie die MacDonald-Bratsche Frau Pesch und ihre Kollegen locken? Oder setzt man in der Praxis in erster Linie auf ein Instrument, das zur eigenen Spielweise passt? Nicht alle alten Instrumente sind gut und es gibt sehr gute neue Instrumente. Aber ein altes Instrument, meiner Meinung nach, ist es so schön, das alte Holz und dann, wenn es eine bekannte Marke ist. Und manche klingen wirklich super und es inspiriert einen. Also von klein auf hört man von diesen Namen Stradivari, Guarneri, und wenn man die Gelegenheit hat, eins zu spielen und noch dazu eine gute, das ist wirklich, es fordert eine. Die Auktionshäuser preisen die MacDonald denn auch als Königin unter den Bratschen an. Das passt zu der fast mythischen Aura, die ihren Erbauer Antonio Stradivari umgibt. Tatsächlich beherrschte der um 1648 geborene Meister sein Handwerk mit außerordentlicher Vollkommenheit. Dafür spricht schon Stradivaris lange und fruchtbare Arbeitsperiode, während der er gemäß der Schätzung von Experten über 1000 Streichinstrumente schuf. Stradivaris kleine Produktion von Bratschen, die abgesehen davon noch übrig ist, gehört zweifellos zu den exquisitesten, was es gibt. Aber
zu sagen, die Besten, das würde ich mir nicht getrauen. Freilich wirkten im 17. und 18. Jahrhundert weitere Meister, die teilweise zu Unrecht in Stradivaris Schatten stehen. Bratschen aus der Brescianer Schule gehören zum absolut Fantastischen, was es gibt. Von der Ästhetik, von der Stimme, von der Einbringung in der Stimmlage, auch in einem Quartett. Und dann zweifellos die Amatis mit ihren Bratschen. Das ist absolut großartige Klasse. Dann weiter zu erwähnen ist, finde ich, auch die gewisse Mailänder Geigenbauer, eben wie Mantegazza oder die Venezianer mit Goffriller und Montagnana, die auch absolut in meinen Augen vom Fantastischsten, vom Schönsten, ästhetisch, aber auch von der Funktion sind. Drei herausragende historische Instrumente stehen uns für einen Klangvergleich zur Verfügung. Storioni Brace von 1787, also in Cremona gebaut. Und es ist ein sehr schönes Instrument, es ist in super Zustand, sieht fast neu aus vorne. Und Klang sehr, sehr rein, sehr ehrlich, kann auch sehr warm sein, aber direkt. Das ist eine Bratsche von Giuseppe Guarnini von 1798. Es ist etwas größer als die andere Bratsche. Jede Bratsche hat eine andere Größe fast. Und ich würde beschreiben, der Klang ist sehr groß, also stark und groß und kräftig. Und das auch nochmals. So, Bratsche Nummer 3 ist eine Pietro Giovanni Mantegazza, 1785. Und diese Bratsche ist wieder ganz anders als die ersten zwei. Etwas sanfter im Klang, aber einen vollen Klang. Ja, ein bisschen weicher, aber bestimmt trägt es auch in einem großen Saal. Die Bratschen, die wir eben hörten, liegen preislich um eine halbe Million und sind für professionelle Musiker nicht gänzlich unerschwinglich. Wie aber steht es um Instrumente, die, wie die MacDonald, für exorbitante Summen ersteigert werden? Sind sie dazu verurteilt, fortan stumm im Safe eines reichen Privatmannes zu ruhen? Es ist heute eher die Tendenz, dass die Menschen, die sowas stehen und auch aus philanthropischen Zwecken die Instrumente zur Verfügung stellen, großartigerweise. Wirklich kann man sagen, dass die Entwicklung weiterhin so ist. Und die Safe-Geigen sind eigentlich, das ist eigentlich selten geworden. Zweifellos ist es eine große Chance, wenn einem Musiker von einer Stiftung oder einer Privatperson ein solch kostbares Leihinstrument zur Verfügung gestellt wird. Aber dieses Privileg hat auch eine schmerzliche Seite. Als Studentin bekam ich, also ich war vielleicht 15, ein Leihinstrument oder noch jünger. Und ich musste das dann irgendwann zurückgeben. Und das ist schon schwierig. Und die Umstellung und dann weitersuchen. Da hatte ich wieder Glück, ich konnte was kaufen, was nicht so teuer war. Jetzt spiele ich auf ein Leihinstrument. Es gehört eine Stiftung. Und wenn ich nicht mehr im Opernhaus spiele, muss ich es zurückgeben. Das wird nicht einfach. Also ich habe es mir überlegt, vielleicht lieber gar nicht spielen danach als auf etwas Schlechteres. Da werden wir sehen. In diesem Sinn hofft auch Johannes Leuthold, dass die MacDonald-Bratsche einen neuen und vor allem generösen Besitzer findet. Weil es ein so einmaliges Instrument ist und weil es letzten Endes
gerechtfertigt ist als ein Schaffen, der großartige Schaffen westlicher Kultur. Ein, ja, ja.